So, willkommen zurück zum Let's Play von City Skylines. So, einmal auch hier, meine Damen und Herren, ich nehme die Pause weg. So, wir haben erfolgreich in der letzten Folge hier den Güterbahnhof angebunden. Ah, da geht es auch schon ein Licht an. Das Problem ist, dass wir diese Ampel da irgendwie nicht wegbekommen. Warte mal. Wenn wir einfach mal, wenn wir den letzten Teil der Straße, so, schon jetzt hier in zwei zweispurige Einbahnstraßen, konvertieren. Zweispurige Einbahnstraße in die Richtung und ich möchte nicht, dass sie ja da abbiegt, warte mal. Nur in die Richtung, so. Und dann bauen wir den Teil nur bis da. Und dann kommt hier schon die zweispurige Einbahnstraße für... Ich will da gar nicht dran, Kollege. Du kannst ja das gerne sparen. Ich möchte nicht zu dir. Meh, 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 meh. Und auch nicht so popelig da dran, sondern irgendwie... Gerne anders, irgendwie. Warte, wenn ich das so mache und dann... Ich möchte das aber so nicht. Gut, anscheinend muss ich das irgendwie so in der Art machen. Ach, Menno. Da gibt es ja da so eine kleine Kurve drin, ist ja egal. So, dann dürfen wir da ja aber eigentlich keine Ampeln mehr haben. In der Tat, das ist da verzogen des Todes, aber wir haben keine Ampeln mehr. Einfach, weil wir jetzt hier so den Feldweg etwas dezimiert haben. Naja, es sieht, das sieht einfach herzallerliebst aus. Es ist einfach schön. Naja, okay. Ich habe nichts gesagt. Jo, aber auf jeden Fall haben wir ja den Vorteil, dass die dann nicht hier wenden, sondern im wunderschönen unseren Wendeplatz fahren. Gefällt mir. Nur, dass mit der Autobahn klappt, genau. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Autobahnanbindung. Dann können die da alle echt schon zügig rüber. Gleich hier an dem Kreuz auf die Hauptautobahn kommen. Oder fährt sogar einer meinen Premium-Weg. Das ist... Das sieht einfach gut aus, müsst ihr wissen. Das ist einfach... So sieht Baukunst aus. Nicht. Jo, ölige Aale. Das floriert auch immer besser. Das ist ganz schön. Ölkraftwerk sagt, läuft. Das hier ist auch gut in Verwendung. Du bist auch fast voll und das ist auch schön. Was ist denn da eigentlich so viel ab? Ah, das ist die... Ach, da fahren jetzt die ganzen Öltanker lang. Ah, okay. Wo kommen die denn alle her? Von hier. Kommen wahrscheinlich irgendwie aus der Stadt raus und nicht von oben. Naja, aber es ist zwar viel los, aber es staut sich nicht. Das ist schön. Und auch hier statt einwärts kann man das doch durchaus so anbieten. So, vor allem, weil es keine Ampeln hat. So, und da... Was bist denn du? Ein Krankenwagen. Ihr habt eure eigene Klinik. Warte mal. Ja, ihr habt eure eigene. Ein Krematorium habt ihr sogar auch. Das heißt, wenn es mal nicht klappt, dann, ihr habt doch eure eigene Arztpraxis. Naja. Ich nicht verstehe. Ach, das wertet sich auf. Okay, jetzt können wir nach Parks gucken. Okay, da oben ist gar nichts mit Parks. Das heißt, ich baue am besten... Es ist ein klein und kompakt Platz mit Bäumen. Da mal an der Ecke und... So, was haben wir schon so oft gehabt? Park mit Bäumen. Ein Riesenpark. Der hat auch ein großes Einzugsgebiet, aber wir haben ja keinen Platz für so einen Riesenpark. Das ist der Problem. Doch da... Nee, da außen auch nicht. Schade, schade. Dann eben nochmal so was Kleines hier hin. Bekommt ihr da in der Mitte auch nochmal so was? Direkt neben euren Weg. Wobei, das ist auch schon wieder hell. Warte mal. Bauen wir das... Da hin oder da an diese Ecke? Wo geht am wenigsten putt? Da geht am wenigsten putt. So. Direkt neben dem Krematorium. Das ist bestimmt schön. Und die Wappenresidenz. Ist einfach toll. Jo, das heißt, dass, nein, flanieren tut es nicht. Es floriert auch nicht. Doch, floriert es?
Flora ist auch eigentlich Blumen oder sowas. Egal. So, das mit der Autobahn läuft auch wunderbar, so wie ich mir es gedacht habe. Weil je weniger man von diesen großen, komischen normalen Kreuzungen hat, desto besser funktioniert es eigentlich. Das heißt, das Konzept hier gepaart mit... Gut, das ist auch ein bisschen suboptimal, weil hier halt das keine Autobahn ist, sondern eine Ampelteil, aber... Da kannst du nichts tun, ne? Kannst du tun und lassen, was du willst, es wird nicht besser. So, theoretisch könnten wir euch doch eure eigene... Habt ihr eure eigene Autobahnauffahrt? Ja gut, die bringt eigentlich nicht so viel. Ja doch, weil die Autos fahren eigentlich hier rum, wenn sie dahin wollen. Aber es fließt ja noch. Es ist bloß viel los, es ist in der Innenstadt aber komplett normal. Das ist nicht besorgniserregend. Jo. Ich bin so traurig, dass unsere Stadt mit diesen hässlichen Ölpumpen... Ja, den Tweet kennen wir schon von Terry Davis. Hat er einfach retweetet, das geht ja mal gar nicht. Jo, hier ist hell, du bist die Oberschule. Toll. Gucke nach unserem Transportsystem. Holala, also die Linie ist echt, die ist gelungen. Die da auch in Ordnung. Da ist hier gerade die U-Bahn und da ist auch gerade eine U-Bahn hingefahren. Und die da läuft jetzt eigentlich auch. Wie sieht es denn monetär aus? Die ist echt, die macht uns Gewinn. Hätte ich nicht gedacht, dass man mal ein U-Bahn-System hinbekommt, das Gewinn abwirft. Wobei es war bei mir auch letztes Mal so, dass die U-Bahn prinzipiell Gewinn gemacht hat, aber der Bus dann Verlust. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Bus mehr gebaut, auch wenn ich Busse toll finde. Jo, jetzt fahrt ihr alle hier durch den dunklen Wald. Mein Lieferwagen, ganz gemütlich natürlich. So, da kommen auch schon der nächste Zug, es ist toll. Fahren wir in dem kleinen Parkplatz hier außen. Schade, kann ich da irgendwie Licht machen oder sowas, dass da Laternen sind? Oberleitung, nö. Also Licht kann ich nicht machen. Es sei denn, ich hänge da so ein kleines Stück Straße dran. Aber es sieht ja auch schäbig aus, oder? Was ist, wenn ich jetzt hier irgendwo so ein Stück Straße dran baue? Dann haben wir da einmal Licht. Doch, das ist in Ordnung. So kann man das anbieten. Hinten aber schon mit Bäumen zu klatschen und dann, wunderbar. Einfach toll. So. Haben wir das mit Bäumen zugeklatscht. Jetzt haben wir da auch ein kleines Licht für die, die da parken wollen. Da kannst du hier quasi im Licht dein Geschäft verrichten und da dann im Dunkeln schlafen oder sowas. Also für die, die wollen. Herr Josch, du weißt ganz genau, dass die LKWs das nicht nutzen. Ja, aber ich würde das trotzdem gerne so machen. So, da geht es dann ordentlich ab auf der Autobahn. Da kannst du dann zügig durchrattern. Und ansonsten kommt man dann hier auch wunderbar wieder drauf. Toll, das gefällt mir. Daumen nach oben. Jo, hier ist... Das ist mir irgendwie ein Dorn im Auge. Das finde ich jetzt nicht so toll. Wie könnte mir das Problem lösen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist halt einfach viel Verkehr. Das ist, da muss einfach ein bisschen anstehen. So, der Friedhof, der ist auch in Ordnung. Das braucht noch ein bisschen, bis er voll ist. Krematorium ist auch hier um Eck. Bei der kann man die einfach mal entleeren. Wenn wir da schon eins haben. So, was hast du für ein Problem? Müllberge. Kann schlecht sein, weil ich wirklich, doch, das ist toll. Also, wir zur Abwechslung passt das mal mit dem Müll, weil bisher habe ich nur Maps gebaut, wo, das ist meine einzige Map, die ich bisher gebaut habe, wo das nicht so gut funktioniert hat. Jo, das ist auch toll. Oh, die Sonne geht auf. Oh, die Sonne geht auf. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Die Sonne geht auf. So, die Brücke, da hätten sie auch eine Pracht. So, haben wir noch irgendein Gebiet oder sowas? Wir können sogar noch ein Gebiet snacken. Am ehesten würde ich mir noch, das da holen. 14.000. Na gut, dann haben wir das Gebiet auch noch. Ja, dann können wir da nämlich... Ah, genau, hier ist nämlich auch schön. Da können wir da nämlich auch was hinbauen. So, da ist nämlich auch nicht so viel Verkehr. Und für den Fall bekommen wir auch ein neues Gebiet. Da bekommen wir nochmal eins. Heißt, wir können dann, da nochmal kaufen. Und dann haben wir, denke ich, doch in der Tat ein Gebiet, womit wir an der Arbeit anfangen können zu arbeiten. Jo. Das mit den Zügen läuft auch mehr oder weniger. Die sind zwar alle nicht voll, weil sie wahrscheinlich nicht so viel Zeug transportieren müssen. Aber er hat doch einen guten Durchsatz, muss ich sagen. Mehr als erwartet.
Heißt, unsere Industrie ist glücklich. Die öligen Aale freuen sich hier auch. Boah, ist das dreckig. Ja, das ist ein dreckiges Geschäft. Das ist aber wirklich. Komm, das ist auch ein schönes Thumbnail, Josh. Wenn du dran denkst, dann machst du jetzt hier eins. Klick und nicht vom Ende, weil das hat echt was. Das sieht auch dekorativ aus. Hörst du, es ist hässlich, weil es Industrie ist. Ja, ich weiß. Ich finde es trotzdem schön. Einfach weil es hat Atmosphäre. So. Ich hoffe mal, dass der Dunst da auch nicht rüberzieht, dass die dann davon ungescholten bleiben. Aber ich finde es ja toll, dass die Industrie trotzdem weiterhin besteht, obwohl wir so viel überqualifizierte Arbeiter haben. Franks Fischstäbchenfabrik. Ja, toll. Wusstet ihr, dass Netto-Fischstäbchen besser schmecken als Iglo-Fischstäbchen? Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Jo, da ist auch ordentlich was los auf den Parks. Das heißt, wir könnten uns mal... Wir könnten mal schauen, wie das denn parktechnisch... Wo denn da ein Mangel herrscht? Ihr braucht ja da nicht unbedingt einen, oder? Ihr da aber eigentlich schon. Wo kann ich nicht viel kaputt machen? Da, komm. Das eine Haus, das ist egal. Dafür habt ihr einen Park. Dann vielleicht hier auch nochmal ein. Haben die alle Freizeitmöglichkeiten? Da unten, was ist denn das hier überhaupt? Das ist Industrie, ihr braucht keinen Park. Müllberge. Es kommt bald bestimmt auch ein Müllauto zu euch. Hoffe ich mal. Also, ich gehe mal davon aus. Weil da oben lernen die ganz gut und da unten auch einigermaßen. Jo. Heißt, hier ist echt schon... Ah, das wird ordentlich voll hier. So, das steigt auch irgendwie auf. Die Heidekraut-Residenz, okay. Auch umgangssprachlich bekannt als Erika ist es Heidekraut. Ja, eine Pflanze, die häufig auf Heiden wächst. Genau, auf großen, weiten Landschaften. Wunderbar. Das interessiert euch bestimmt nicht die Bohne, aber ist mir Wurst. So, wie sieht es denn mit der Uni aus? Uni... Universität. Ja, die lohnt sich jetzt mit der Zeit. Das ist nicht schlecht. Und die U-Bahn daneben. Ja gut, da waren gerade 54 Leute. Das ist in Ordnung. Doch, die lohnt sich wieder. Gefällt mir. Rentiert sich also doch. Und die Station, die ich da oben hingebaut habe, naja. Das ist einfach nur so ein kleines Schmankerl, dass man da hier eine U-Bahn-Station in der Nähe hat. Was bist denn du da? Die Myrtle-Residenz. Oh. Ganz... Hollala. Gut, die rentiert sich auch. Also ich glaube, unser U-Bahn-Netz ist auch so, wie es ist, echt gut. Also wir haben jetzt drei Linien und die decken im Prinzip den wichtigsten Bereich der Karte ab. Also mehr brauchen wir eigentlich nicht. Jeder kommt dahin, wo er möchte. Zwar mit ein, zwei Mal umsteigen, aber es reicht ja im Prinzip auch. Du musst ja nicht immer durchfahren können. Jo, hier ist ein bisschen blöd, ne? Aber wie gesagt, da war einfach viel los. Das hat man nicht wirklich irgendwie anders lösen können. Und dadurch, dass die hier alle ihre eigene Autobahnabfahrt haben, ist es, denke ich, ganz schön, so wie wir das hier gemacht haben. Jo, und auch das Gewerbegebiet. Wie gedeiht denn das hier? Eher so mittelmäßig, habe ich so das Gefühl. Ach, du bist auch teilweise Büro. Ah. Von der Fußweg wird auch genutzt. Ist das nicht schön? Arbeitet bei Lösungen GmbH. Ah, und du arbeitest und wohnst in der... Wo ist denn die Erdbeerresidenz, Kollege? Ich hätte zwar gerne gewusst, wo du wohnst, aber nö, verrät er mir nicht. Ist er auch sein gutes Recht, das nicht zu verraten. Das ist er, hier, weil wegen bla, wisst ihr ja. Ihr wisst ja, was ich sagen will. Hollala. Die ist aber auch gut belaufen. Zwar eher von der Richtung hier aus und nicht von... Da, wo ich gedacht habe, dass mein Fußweg sinnvoll ist, aber das willst du machen. Hashtag Geldbeutel. Das kennen wir auch schon. So, was macht ihr hier? Ihr fahrt in die Stadt und du kommst da rein. Okay. Da ist auch ordentlich was los. Doch. Wir haben auch viel für Fußwege getan. Das ist ganz gut. Das mit den Busspuren wäre zwar auch schön, das mal zu machen, aber ich glaube, es lohnt sich nicht, da was mit Bussen zu machen. Ein Taxistand wäre noch ganz schön. Ich weiß nicht, ob sie das rentiert, aber ich glaube nicht. Die sollen lieber U-Bahn fahren. Die sollen echt lieber U-Bahn fahren, weil, ganz ehrlich, U-Bahn fährt viel häufiger und kostet viel weniger und steckt nicht im Stau fest. Es sei denn, meine ach so kompetenten Linienverlegungsskills, also wenn ich gesehen hätte, warum das hier so ist,
Das liegt daran, dass ich hier nicht direkt runter kann, weil wir müssen da unter dem Wasser durch. Und das konnte ich nicht gerade machen, weil das wäre dann sonst, da wäre die, wäre das Gefälle zu steil. Und deswegen hat sich das dann so hier ausgelagert. Jo, du hast das Problem wegen Kriminalität, da kommt gleich jemand vorbei, der nimmt dich dann mit. Und auch hier kann man das durchaus so anbieten. Spitzenbanking, okay. Was macht denn die Unterführung? Da kommen auch ordentlich Leute rein und raus. Wo geht denn die hin? Hier zur U-Bahn-Station. Wo haben wir denn die? Wo ist denn die U-Bahn? Ah, da ist die U-Bahn. Doch, anscheinend zur U-Bahn-Station. Heißt so ganz so blöd ein Hafen. Was bringt mir denn einen Hafen? Ne, Taxidepot, Hafen. Hafen... Nein, Touristen will ich nicht. Ich will keine Touristenstadt werden. Vielleicht später irgendwann mal in einem Frachthafen. Nö. Haben wir eigentlich nicht nötig, oder? Also ich brauche nicht wirklich einen Hafen. So viele Güter haben wir ja auch nicht. Und die meisten werden jetzt hier per Züge an Land gekarrt. Ich meine, wir wollen ja unsere Industrie auch nicht übertrieben glücklich machen. Sonst geht ja gar nicht mehr weg hier. Sind sie echt schlimm. Also der Auswuchs sieht echt toll aus da mit der Lampe. Ist einfach toll. So, und unsere LKWs. Ach, du bist der Actros. Ach, süß. Genau, du siehst auch aus ungefähr wie so ein Actros. Knuffig. Hollala, aber die fahren aber auch einen heißen Reifen. Hui. Doch, finde ich süß. Ich möchte den Frachthafen aber nicht. Ich kann ihn mir gerne... Der ist riesig. Haben wir überhaupt irgendwo Schifffahrtsrouten? Ja, wir haben Schifffahrtsrouten, aber... Aber schön hier. Ich habe mich jetzt zwar eher in dem Bereich da angesiedelt und nicht so nach da unten, aber da können wir, wenn mich mal wieder irgendwas sticht, dann können wir auch dahin. So, Hauptstadt, dann das nächste Schritt, kolossale Stadt. Oh, Metropole, Megapolis, okay. Ist noch ein Schritt bis dahin, internationaler Flughafen, hollala. Metropole, aber kolossale Stadt dürfte, denke ich, noch... auf jeden Fall in unserem Bereich liegen, den wir noch erarbeiten können. Jo. Die Frage ist, was machen wir zukünftig noch? Also ich würde gerne den Bereich dann noch erschließen. Vielleicht noch den anderen Teil der Insel. Dass wir hier nochmal ungefähr das gleiche machen wie da. Allerdings mit ein paar mehr Parks, würde ich sagen. Ich habe da ein bisschen Lust auf mehr Parks. Müssen wir auch die U-Bahn nochmal ein bisschen erweitern. Egal. Das würde ich sagen, ist... Ich weiß nicht, ob sie das rentiert. Feldwege kam ja auch nicht als Brücke gelegen. Von dem her weiß ich nicht, ob das da unten sinnvoll ist. Also da würde ich gerne hingehen. Das würde ich gerne erschließen. Und auch noch das hier bis dort oben. Damit wir hier auch noch ein bisschen verbinden können. Damit sich das mit der Autobahn da ein bisschen gelohnt hat. Weil die ist hier nicht so wirklich sinnvoll. Also die Richtung. Statt einwärts wollen sie meistens nur da lang. Und ja, statt auswärts läuft es eigentlich ganz gut. Jo, Verstorbene muss transportiert werden. Aus dem Gefängnis. Oh. Haben wir schon mal ein bisschen weniger Unterhalt. So, was haben wir hier? Das ist auch ordentlich was los. Warte mal, wollt ihr... Ihr wollt doch ganz bestimmt eine tolle Anbindung haben, gell? Ihr wollt es einen Weg haben. Ihr bekommt es auch einen Weg. So, und zwar direkt einen unter der Erde. Zack, der geht dann hier... rüber und kommt dann da wieder hoch. So. Dann können die Leute, die da wohnen, auch da wunderschön rüber zu dem Park. Das freut die ganz bestimmt. Also ich sehe die Freude schon in deren Gesichtern. Oh, es ist weg. Tut mir leid. Da können wir das aber ja theoretisch nochmal nach... da ihn so anschließen. Können die da auch noch rüberlaufen. Dann müssen die durch Unterführung, da wo dann... Oh, da fliegt ein Vogel. Warte mal. Können wir den irgendwie einfangen? Also einfangen im Sinne von Kamera. Nur er ist weg. Dann ist der Vogel halt weg. Jo, was ist denn... Was haben wir denn Schönes? Naja, das ist auch nur so mittelmäßig schön. Aber es ist doch eigentlich ganz schnieke hier. So, da baut sich gerade was neu. Und unter der Brücke wollte ich auch nicht unbedingt wohnen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe doch schon das Thumbnail für Ende der Folge. Das mit den, hier mit da drin. Da habe ich doch schon mitten in der Folge so ein schönes Thumbnail gemacht. Frage ist, ob das hier jetzt schön ist oder nicht. Das weiß ich nicht genau. Warte mal. Erstmal die Kamera und dann machen wir das Ganze hier. Jo.
Josh, dann kannst du mal entscheiden, ob das Mitte in der Folge schöner war oder das hier. Ich glaube, das in der Mitte der Folge war irgendwie schöner. Kannst du entscheiden, Josh, welches du da nimmst. Ja, mach einfach. Machen Sie auf jeden Fall gut. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine klitzekleine Aufnahmepause oder auch nicht. Aber ich gucke mal ganz auf die Uhr. Interessiert euch bestimmt. Ich glaube, ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause. Also, das war's jetzt mal von dieser Aufnahme. Ich verabschiede mich und ich hoffe mal, dass ich nächstes Mal noch weiß, was ich denn bauen wollte. Wenn ich dann... Ja, dann weiß ich das halt nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber kannst du nichts tun. Mach es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Aufnahme beim Let's Play von City Skylines. Also, bis dahin. Mach es gut. Tschüss und vielen Dank fürs treue dabei sein. Dankeschön.